Die FPÖ Kapfenberg hat ein neues Büro. Der Name Büro irritiert jedoch ein wenig, denn auf den 65 Quadratmetern vermisst man jegliche Arbeitsmöbel. Das ist aber genau so gewollt, denn vielmehr soll die Kommandozentrale als Ort der Begegnung fungieren. Im Prinzip soll es wirklich ein Treffpunkt für Jung und Alt sein, ein Ort, wo man ohne irgendwelche Hemmungen hingehen kann, seine Sorgen loswerden kann und wo man ganz sicher wieder rausgeht bei der Tür und sagt, okay, ich habe jetzt politische Mandatare getroffen, die mir zugehört haben und die sich ehrlich bemühen, uns bei der Lösung des Problems zu helfen. Das können wir jedem garantieren, der hereinkommt. Die Räumlichkeiten in der Wiener Straße 93a sind zentral gelegen, gut erreichbar und barrierefrei. Es wird fixe Sprechstunden geben, aber auch Termine nach Vereinbarung. Die Funktionärinnen und Funktionäre wollen mit diesem Büro ihr Ohr noch näher am Bürger haben, betonen sie in einem Pressegespräch. Ich war lange als Rettungssanitäter in Kapfenberg tätig, in meiner Freizeit, und dort habe ich gelernt, jeder Mensch, der anruft, ist in diesem Moment Patient und auch so zu behandeln. Und das gilt für mich auch politisch. Jeder Mensch, der einen Mandatar der FPÖ kontaktiert, hat in diesem Moment ein Anliegen, und das ist absolut ernst zu nehmen, egal wie klein oder groß es ist. Es ist für diesen Menschen ein Problem und man muss sich diesen annehmen. Wie wichtig starke Ortsparteien für Land und Bund sind, zeigt auch die Anwesenheit des Bezirksparteiobmanns und Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl Hannes Amesbauer. Die FPÖ in Kapfenberg ist eine der stärksten Ortsparteigruppen im Bezirk. Die klare Nummer zwei in Kapfenberg, klare Oppositionspartei natürlich. Und die Eröffnung des Büros ist ein weiterer Schritt in Richtung 2020. Da geht es natürlich wieder um die Gemeinderatswahlen. Ich denke, in Kapfenberg ist hier einiges möglich mit den Ergebnissen der Vergangenheit, mit der Arbeit, die die Kapfenberger FPÖ vor Ort auch leistet.